Willkommen. Oh, Alter. Zu Movie Team Juniper. Ich bin weg. So, das war's mit dieser Folge von Team Ruby Juniper. Ruby Juniper, aha, nicht der Juniper Ruby, der Team Ruby Juniper. Mm. Naja, es heißt ja nicht mehr Juniper, wenn man es nach der vierten Staffel geht. Halt die Schnauze auf zu spoilern, mal ohne Witz jetzt. Weißt du, ich hab die vierte noch nicht mal geguckt. Es sind 30 Sekunden rum, ne? Spoiler. Mann, ich hab die Filme noch gar nicht geguckt. Bist du ja noch drin, schon wieder drin, Mann, oder bist du draußen, oder? Ja, pff, du, wir sind jetzt eigentlich schon fast beim ersten Gegner. Ja, fast, ja, genau, 3 Meter. Laufen, fast beim ersten Gegner. Guck, wann war. Mhm. Voll behinderter Typen. Wie sich Nara einfach mal wie Link anhört manchmal. Ich glaube, man sollte irgendwann, wenn wir wirklich mal sterben, dieses Snake-Sound einfügen. Ja, hast du nie Metal Gear Solid gespielt? Doch, aber ich weiß gar nicht, welchen du meinst. Ich dachte, du meinst Snake. Ja? Ja, Snake ist wirklich ein Spiel von Nokia-Handys. wenn du doch in Metal Gear Solid doch gestorben bist. Durch Erschießen oder sonst was. Da gab's doch immer Snake! Ja, stimmt, das gibt's auch bei Metal Gear Rising Revengeance. Raiden? Richtig. And this! Weil ich ja gar nicht sagen muss, dass ich Revengeance so gut finde. Ich find's ganz cool. Es spielt ja auch nicht in der Hauptstory, ne? Ja. Es ist nicht schlecht, das stimmt halt schon, aber es ist jetzt auch nicht so. Also, ich musste meinem Bruder ja gestern erstmal erklären, dass der aktuelle Metal Gear Teil, ne, weit vor dem ersten spielt. Weil du spielst im neuesten, also Metal Gear Solid 5, spielst du ja Big Boss Man. Oder Big Boss. Und das ist ja im Endeffekt der erste Snake. Alle Nachkommenden sind ja im Endeffekt ja nur Klone. Ja. Wenn ich das ja noch richtig in Erinnerung habe. Oder Big Boss ist in beiden Naruto, Alter. Ja, nee, ist klar. Schatten der Begegnung. Du. Oh, ich hab. Warte mal, das hat. Ja. Das, ach ja, genau, dahin. Und dieses Riesenhaus, das nachher umfällt. Da hinten, da sieht man's. Da oben. Hä, wisst ihr, was wäre? Da kommt. Ach ja, Nana, du weißt ja, was für ein Level ist, ne? Ja. Wo der erste Ursa kommt. Der Übertodesursa. Ja, hier ist ein Alphawand, ne? Warte, das ganze Wasser. ist gut, ne? Okay. Ja, ich würde sagen, ne, wir sind in Los Santos angekommen hier. Das sieht doch ganz ehrlich so aus. Ach, kommt hier nicht gleich Mutter? Ja, hier Ursa. Ach ja, stimmt, hier kommen die. Doch, ne? Ziemlich sicher. Ja, die kommen sogar. Ja, die letzten Runden, letzte Welle. Hier kommt der erste Teddybär. Teddybär, Mutter. Wir haben gute Worte die davon. Mutti! Hier kommt die Mutti! Nee, die Mutti gibt's von Overwatch. Don't fuck with the Mutti. You know what you wanna fuck with me. Ich glaube in keinen der Aufnahmen, die wir haben, glaube ich, hat jemals einer die Mutti gespielt. Doch, ich. Dann hast du dann einmal Ana gespielt. Ana doch nicht, Farah. Farah ist aber nicht die Mutti, Ana ist die Mutti, du Idiot. Ach, Bullshit. Nee, wer ist denn sonst die Mutti, wenn Ana in der Farahs Mutti ist, du Spaß. Ja gut, schon mal auch wieder. Level up, das ist schön. Du sollst nicht skillen mitten in der Pistole. Doch, sollst du. Das macht ihr komplett richtig. Das ist die erste grundlegende Regel von Rollenspielen. Warte. Nein, da kann das ruhig machen. Wenn er stirbt, lebe ich ihn sowieso nicht wieder. Ja, das stimmt auch wieder. Du wolltest das nicht anders. Wo bleibt der Teddy? Der Teddy, was los oder was? Was ist doch was hier da los? Was ist da los, ne? Da ist doch auch irgendwie Teddy, oder?
Aber die Kamerafahrten haben es immer noch nicht so weit geändert. Ja, sie wollen halt, dass du mit dem rechten Stick immer noch weiter das perfekt machst, aber ich finde das halt nicht so ideal wie. Ja, irgendwie geht das Kampf konzentrierend auch noch, wenn du dieses Ding nicht mehr. Ich bin immer noch nur für ein Gesetz, was erlässt, dass Spiele nur in Ego-Perspektive erscheinen dürfen. Halt die Fresse, Lambda. Also, Ruby in. Nee, danke. Würde gehen. Alter. Obwohl, auf Basis von Skyrim, der Skyrim-Steuerung. Gut, kann man mitleben. Danach in VR, Alter. Boah, mit VR könnte ich mir das geil vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich hab heute, das Geilste war heute, beim Shoppen war ich in einem Computergeschäft da drin, da muss ich halt Tower lang kaufen. Und ich dachte mir so, weißt du, der Typ erklärt da Leuten was, und er erzählt so viel Bullshit, wo du denkst, wieso arbeitest du im Computerfachgeschäft? Ja, was erwartest du, dass da Leute arbeiten, die Ahnung haben? Es wäre ja so wie beim Mediamarkt. Also. Weder mag das. Ich bin dafür, die brauchen eine Technik, Alter. Also wenn du wirklich Leute hast, die Ahnung haben in Computerfachgeschäften, dann. Nein. Oder dann hätten wir keine Computerfachgeschäfte mehr, Alter. Ja. Nee, oder dann hätten sie alle einen Julian. Oder YouTube wäre ausgestorben. Mhm. Boah, ich habe letztens in dem Mediamarkt in Köln nämlich gesehen, dass die doch tatsächlich Rotes hatten. Da habe ich mir echt gedacht, ja also das, die Revolution ist echt schon bei Mediamarkt angelangt. Und wer stand davor? Ja. Genau, 14-jährige Kinder. Yeah. Die hatten wahrscheinlich genau Minecraft noch im selben Einkaufskoop. Die nächsten Minecraft-Spieler, yay! Yeah. Nee, der nächste Minecraft-Let's Player, ey. Mhm. Lukas LP und so, Alter. Kevin LP. Oh ja. Kevin LP HD dann aber bitte. XD. XX. Nee, der kommt einfach so Mr. Bamba HD. Ja, oh Gott. Da wäre richtig schlecklich. Der Name ist so schlimm, Alter, wenn jemand heißt Mr. Bamba, ja, was ist das für ein Name? Das geht gar nicht. Wer kommt auf solche Namen? Ja, das freue ich mich auch nicht. Da kann nur ein Kevin rauf. Da musst du ein bisschen an das Zitat von Captain Price denken. Was ist Soap Bob für ein Name? Seife? Was ist Seife? Also, war das von Borderlands? SpongeBob. Nee. Ja, SpongeBob. Seife? Was ist Seife? Ich mag Weißbrot. Geister! Weißbrot! Ja, wollen wir auch Geister und Weißbrot spielen? Ich hab mal so ein Auge von unseren Zuschauern. Die sollen bitte einfach mal bitte so einen Counter machen, wie viele Anspielungen in diesem scheiß Projekt hier drin sind. Das ist halt perfekt, die Dinger sehen so aus wie irgendwelche Sachen aus anderen Projekten. Die Aktionen sind genau so. Jetzt aber! Ulti! Jetzt aber raus hier! Ah ja, schon mitgekriegt, der erste Trailer für die Bully-Parade-Film sind da, ne? Ich weiß nicht, bei der Bully-Parade, ich hab so. Warum machst du einen Reborn als jemand Erfolgreiches wie Bully Herbig von sowas? Das kann doch nur zwei Gründe haben. Entweder bist du pleite oder willst Fame haben. Und ich glaube, in beiden Fällen. Ich glaube nicht, dass Bully beides nötig hat. Ja, eher nicht, aber die anderen. Ich habe halt echt. Ich glaube irgendwie nicht, dass das wird. Woody! Oh. Woody Allen? Woody. Jo, ich habe jetzt drei Ultis ready. Wobei das Ding eigentlich selbst nie so stark war, fand ich. Ja, warte, da kommt der Start, kommt der noch. Ja. Achso, What? Was denn? Ich hab den Skill auch, mit schneller Wiederbeleben. Noch Multi! Ja, du hast mir dadurch eine Ulti gegeben. Was? Warte, ich komm gleich nach Cyber. Oder auch nicht. Oh, Alter.
The door's open. Ja. Sagt deine Mutter auch immer, wenn sie die Hose aufmacht. Oh nein, Alter, nein, nein, nein. Nein, Mama, nein. Mach mal so. Boah, Alter, der war schlimmer, als wenn Hase den bringen würde. Ja, nee, Hase hätte wenigstens noch ein bisschen Anstand irgendwo. Vielleicht. Na, nee, okay, doch nicht. Das ist Hase. Was labe ich da eigentlich für Bullshit? Ja. Hase und Anstand, wo denn? Welchem Universum? Aua. Nada, warum konntest du nicht den Schaden aufhalten? Hab ich doch! Ich hab ein Artefakt entdeckt. Das hab ich gemacht. Achso, hast du es gemacht? Ich dachte gerade schon, ich hätte nämlich irgendwas eingesammelt. Ach, weißt du was? Hier! Briss den Stab in die Fresse, Alter! Komm schon! Brr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 r
Nein, den Sanitäter gibt's schon länger. Warum schägt denn die Erde so? Na guck mal, das Werk hin. Mann, wow, das ist so ein gutes Gebäude, das hat lange ausgehalten. Ups. Vor allem, das Gebäude sieht aus wie so ein Baum oder so von innen. Von innen, ja, aber so ein Jahresring, Alter. Ja, ne? Ja. Abmoderation? Wann war? Ich mach eine Abmoderation. Bis zur nächsten Folge. Mhm. Ja. Tschüss. Tschüss.